Also wir sind Elias, Marvin und Joel. Wir haben ein Present Board gemacht. Für die, die nicht wissen, was Present Board heißt, das ist eine Anwesenheitstafel. Und der Sinn des Boards erklärt euch Elias. Also der Sinn dahinter ist sozusagen, wenn man nach Hause kommt und manchmal hat man ja einfach keine Lust, ins Treppenhaus zu gehen und rumzuschreien, Hallo, wer ist zu Hause? Und deswegen haben wir überlegt, dass man sozusagen zur Tür reinkommt und dann, also das funktioniert mit, also ja. Man hat dann immer so einen NFC-Chip und kann ihn dann da dran halten und dann sieht man direkt, wer ist zu Hause, wer ist nicht zu Hause. Und das, genau. Und wenn man halt, wenn man wieder rausgeht oder so, beispielsweise zu einem Freund, kann man sozusagen wieder seinen Chip dran halten, auf ich bin bei einem Freund klicken. Und dann wird sozusagen angezeigt, wo man ist. Und das, also wir hätten uns jetzt gedacht, das sagt auch, dass also es wird weniger Streit in der Familie sein, weil dass die Eltern sozusagen nach Hause kommen können und direkt sehen, ah, mein Kind ist da und da. Und dass sie es nicht noch anrufen müssen und fragen müssen, hä, wo bist du? Ist Schule nicht schon lange zu Ende und genau. Das Anwesenheitsboard ist mit NFC, ist mit, aus, ist, funktioniert mit NFC-Chips. Oder, ja, genau. Dies funktioniert auch mit LEDs. Also, es kommen LEDs hier, zeigen wir mal kurz. LEDs gehen dran und die Lichter gehen rot an. Das heißt, es ist gerade, jeder ist gerade in der Schule zurzeit. So. Und wenn ich jetzt hier halt auf Arbeit zum Beispiel drücke, dann wird, dann, ja, das, also das ist noch etwas verbesserungsfähig. Wir haben es nicht ganz fertig kriegen können, aber man muss auch dazu sagen, ja, also das ganze Gehäuse ist aus dem 3D-Drucker und mit dem Lasercutter gemacht. Die Technik besteht aus einem sehr, sehr langen Code und vielen, vielen Kabeln und einem Arduino, was wirklich wir dreimal austauschen mussten, bis es dann funktioniert hat. Und das, das ist, wir haben es mit CC, wir haben es mit C++ programmiert. Es ist so ähnlich wie Java. Wir hatten auch nur einige Vorkenntnisse im Programmieren. 3D-Modellierung hatten wir überhaupt nichts. Und deswegen hätten wir es nie ohne die ganzen Mentoren geschafft, die uns geholfen haben. Und ein Mentor, der hatte ich auch, der war heute einfach, der war heute nicht mehr da. Das hat uns wirklich sehr viel Zeit gekostet, weil jetzt nur noch ein Mentor da war. Und es gab dann noch einige Probleme mit der Technik, wie schon gesagt. Der Arduino, mit dem wir die ganze Technik betrieben und programmiert haben, mussten wir dreimal austauschen, um dann den richtigen zu, ja, und dreimal die Kabel vertauschen. Und uns fehlte am Ende dann wirklich die Zeit und jetzt am Ende war es schon noch ein ganz schönes Gehetze. Genau. Am besten zeigen wir das jetzt noch einmal in live. Und zwar halte ich jetzt meinen Chip dran und ich bin bei der Schule. Jetzt gehe ich zum Freund. Und dann bin ich beim Freund. Und nach einer Zeit geht es automatisch aus. Und wenn ich ihn wieder dran halte oder eine Taste drücke, geht es wieder automatisch an.